Freundinnen und Freunde der Astrologie, es ist soweit. Im September beginnt der Mars seine 11-wöchige Rückläufigkeitsphase. Konflikte und Streitigkeiten, die dann offen sind, können sich in langwierige Probleme verwandeln und im ungünstigsten Fall bis zum Jahresende hinziehen. Aber auch im September bekommen wir wieder kosmische Chancen und Geschenke, damit wir das Beste draus machen können. Wie sich das bei den einzelnen Sternzeichen zeigt und natürlich auch eure Tendenzen für die Liebe, beruflichen Erfolg und die Gesundheit, darum geht's in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast. In diesem Video findet ihr eure Tendenzen für den September und die Timecodes für jedes Sternzeichen habe ich euch unten in der Videobeschreibung aufgelistet. Vorher gibt's aber noch einen kleinen kosmischen Überblick und Achtung, dranbleiben! Ich gebe gleich bekannt, wer in der Verlosung vom August gewonnen hat. Und ich möchte mich für eure vielen interessanten Kommentare und Rückmeldungen bedanken. Die sind für mich sehr hilfreich und da werde ich demnächst in einem Community-Livestream drauf eingehen. Das wichtigste kosmische Ereignis des Monats ist sicher am 10. September, wenn der Mars seine Rückläufigkeit beginnt. Sie dauert bis zum 14. November und in dieser Zeit bildet der Mars viele stressige Aspekte. Doch es gibt auch noch was Erfreuliches. Jupiter wird am 13. September direktläufig und das bringt starke positive Impulse. Und die fließen dann wieder in den Harmonieaspekt zu Neptun ein. Den habe ich schon in dem Video Geschenk der Liebe beschrieben. Dieser Aspekt hilft uns, Verständnis und Empathie zu empfinden und stärkt alle, die spirituell arbeiten. Und nicht zuletzt ist die Konstellation auch gut für die Liebe. Viele Sternzeichen haben in diesem Monat sehr schöne Liebestendenzen, das werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr sehr gestresst seid und die Mars-Aspekte euch zu schaffen machen oder auch für andere wichtige Themen, bin ich natürlich gern in einer Beratung für euch da. Dabei bitte ich um Verständnis, dass ich erst wieder Ende September Beratungstermine frei habe. Aber ich habe ja auch mit meinem Team die Mars-Analyse und den Vitalstatus und verschiedene andere schriftliche Horoskope entwickelt, damit ihr immer gut astrologisch informiert seid. Findet ihr alles auf meiner Homepage und die verlinke ich euch hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und ich habe diesen Monat auch wieder eine schöne Verlosung für euch, nämlich die schriftliche Jahresvorschau. Mehr Einzelheiten zur Verlosung und über die aktuellen Rabattaktionen gibt es im Serviceteil am Ende dieses Videos. Den oder die glückliche Gewinnerin gebe ich im Sternzeichen-Video für den Oktober bekannt. Und damit kommen wir zur Gewinnerin aus dem Monat August. Ein schriftliches Partnerhoroskop geht an Borea Domichi. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schick mir eine E-Mail an service@antonialangsdorf.com, dann nehmen wir Kontakt mit dir auf, damit du dein Partnerhoroskop bekommst. Gleich geht's los mit den Sternzeichenhoroskopen. Hier noch ein Tipp für euch. Falls ihr euch bei eurem Sternzeichen nicht so recht wiederfindet, schaut euch doch auch noch das Video eures Aszendentenzeichens an. Das ist immer eine gute Ergänzung. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit euren kosmischen Tendenzen und wir beginnen mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Am 10. September tritt euer Herrscher Mars seine Rückläufigkeitsphase an, die bis zum 14. November anhält. Dann ändert sich die ganze Energie und vieles, was bis dahin gut voranging, erhält einen Dämpfer. Deshalb tütet gute Gelegenheiten möglichst vorher noch ein und erledigt zügig alles, was euch jetzt gut von der Hand geht. Nachher werdet ihr froh sein über alles, was ihr noch geschafft habt. Übrigens, falls ihr neu hier seid, dann könnt ihr euch über den großen Mars-Transit auch nochmal in meinem Video-Special informieren. Es heißt Mars im Widder – Begegnung mit dem inneren Krieger. Da findet ihr viele wichtige Informationen über den Umgang mit dieser Konstellation. Besonders wichtig für euch wird jetzt die 90-Sekunden-Regel, damit ihr euch nicht von Emotionen, von Frustration, Ärger und Zorn davontragen lasst und euch durch impulsive Aktionen Nachteile einhandelt. Im September befindet sich der Mars in der dritten Dekade des Widderzeichens. Das heißt, wenn ihr zwischen dem 10. und dem 20. April Geburtstag habt, brennt es bei euch wahrscheinlich an allen Ecken und Enden. Und oft könnt ihr nicht so, wie ihr wollt, weil sich vorgesetzte Institutionen oder Ämter querstellen oder auch Sachen von euch verlangen, die euch gegen den Strich gehen.
Auch die übrigen Widder spüren sicherlich diese aufgeheizte Energie. Generell dürfte euch der Mars, der auch noch mit der Lilith zusammensteht, in eine rebellische Haltung pushen. Gleichzeitig seid ihr wahrscheinlich richtig energiegeladen und wünscht euch Möglichkeiten, produktiv zu werden. Wichtig ist, dass diese Energie in eine konstruktive Richtung geht. Wenn ihr die Konfrontation sucht, kann es sein, dass ihr den Kürzeren zieht. Oder ihr gewinnt vielleicht eine Auseinandersetzung, aber letztlich sind die langfristigen Konsequenzen eher ungünstig für euch. Deswegen, auch wenn ihr euch im Recht fühlt in eurer Sache, ihr müsst jetzt strategisch denken und solltet nicht einfach spontan einen Streit anfangen. Das gilt auch für eure Beziehungen, vor allem in der ersten Septemberwoche. Euer Partner oder auch Familienmitglieder könnten sich von euch zurückgewiesen oder unverstanden fühlen, besonders rund um den Vollmond am 2. September. Da gibt es dann zwei Lösungswege. Entweder ihr redet möglichst ruhig und sachlich über die Angelegenheit oder ihr bittet um Verständnis, dass ihr mal etwas Rückzug und Freiraum für euch selbst braucht. Beruflich sieht es so aus, als könntet ihr euren Schwung und eure Ideen recht gut einbringen. Dafür solltet ihr die ersten 3 Wochen des Monats nutzen. Da kommt ihr gut voran und das kann sogar zu einer überraschenden finanziellen Zuwendung oder einem Bonus führen. Möglich auch, dass ihr ein gutes Schnäppchen macht, zum Beispiel für ein technisches Gerät, was ihr euch schon länger zulegen wolltet. Die Sterne stehen auch gut, falls ihr gesundheitlich mit Problemen zu kämpfen habt oder hattet. Da bringt ihr jetzt die Disziplin auf, eine Behandlung durchzuführen oder endlich eure Ärztin oder Heilpraktiker aufzusuchen. Am 6. September zieht die Venus aus dem Krebs weiter in den Löwen und steht dann 3 Wochen günstig zur Widdersonne. Das wird nochmal eine recht angenehme und kreative Phase, in der euch vieles leichter von der Hand geht, einfach weil ihr gute Ideen habt und in einen schönen Fluss kommt. Die Venus wird außerdem eure Herzensenergie anregen. Es fällt euch dann wieder leichter, auf eure Herzallerliebsten zuzugehen und ein Geben und Nehmen zu finden. Bis zum 10. September ist noch eine günstige Phase, um Dinge zu klären und sich auszusprechen. Allerdings wird gleichzeitig die Energie von Mars und Lilith immer stärker und rebellischer, besonders zwischen dem 7. und dem 13. September. In diesen Tagen fallen euch Kompromisse besonders schwer. Am besten sind die Konstellationen, wenn ihr relativ selbstbestimmt arbeiten könnt oder einen kreativen Job habt. Rechnet für die 2. Monatshälfte damit, dass ihr öfter in Situationen kommt, in denen ihr euch blockiert und dabei vielleicht auch ungerecht behandelt fühlt. Der Neumond am 17. September in der Jungfrau legt nahe, dass es klüger ist, wenn ihr Konfliktsituationen aus dem Weg geht und versucht, euch ein bisschen geschmeidig anzupassen und ganz pragmatisch vorzugehen. Der Mars als euer innerer Krieger will euch verteidigen und zum Kampf anstiften. Aber Konflikte, die jetzt entstehen, können sich verfestigen und dann kann es bis zum Jahresende dauern, ehe sich die Dinge wieder entspannen und wieder vorangehen. Am 22. September nachmittags haben wir Herbsttag und Nachtgleiche und dann wandert die Sonne in die Waage und damit in euer Partnerhaus. Das lenkt die Energie auf eure geschäftlichen und persönlichen Partnerschaften, verstärkt aber leider auch die Neigung zu Auseinandersetzungen und Konflikten. Doch noch bis zum 2. Oktober unterstützt euch die Venus dabei, in die Herzensenergie zu gehen. Alle Übungen, die euer Herz öffnen, tun euch gut. Verbindet euch mit Menschen, denen ihr vertrauen könnt und von denen ihr euch auch etwas sagen lasst. Das wird euch in den kommenden 2 Monaten sehr helfen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Stellt euch schon mal darauf ein, dass in der ersten Monatshälfte einige Pläne geändert werden oder ihr plötzlich in der Familie gebraucht werdet und deshalb eure eigenen Vorhaben zurückstellen müsst. Das liegt daran, dass Unruhestifter Uranus langfristig in eurem Zeichen steht und der wird in den ersten 2 Wochen von der Sonne in der Jungfrau und der Venus im Löwen aktiviert. Aber insgesamt habt ihr einen guten Lauf und könnt sehr erfolgreich und produktiv sein. Denn die ganzen Power- und Erfolgsplaneten Jupiter, Pluto und Saturn stehen sehr vorteilhaft zur Stiersonne. Gleich zu Beginn des Monats, am 2. September, haben wir den Vollmond in den Fischen, der günstig für euch steht. Wenn ihr einen schnuckeligen Liebespartner habt oder frisch verliebt seid, gibt es nicht nur zu Vollmond, sondern fast den ganzen Monat über reichlich Möglichkeiten für euch, Lebensfreude zu genießen. Und die Singles unter euch haben bis zum 22. September auch schöne Aspekte, um eine Romanze zu beginnen.
In länger bestehenden Partnerschaften kann es allerdings Diskussionen darum gehen, wer wie viel Zeit für den anderen hat oder wer welche Aufgaben übernimmt. Vielleicht seid ihr auch verunsichert, weil ihr den Eindruck habt, dass euer Partner ein Geheimnis hat. Aber zum Glück haben wir ja die Konstellation, man kann über alles reden. Und wenn ihr das tut, und zwar auf wertschätzende und konstruktive Weise, wird sich wahrscheinlich herausstellen, dass es nur ein Missverständnis war und alles in Ordnung ist. Möglich auch, dass euer Schatz etwas vor den Kopf gestoßen ist oder sich vernachlässigt fühlt, weil ihr so heiter mit euch selbst beschäftigt seid und eure eigenen Projekte verfolgt. Da könnte was dran sein und es kann auf keinen Fall schaden, wenn ihr eurem Partner und auch euren Familienmitgliedern mehr Aufmerksamkeit schenkt. Vor allem, wenn ihr euch das auch für euch selbst wünscht. Denn was ihr gebt, das kommt zurück. Und ihr habt im Moment wirklich sehr schöne Konstellationen, um großzügig zu sein. Das gilt vor allem für die erste Woche des Monats. Am 10. September beginnt ja dann die Rückläufigkeitsphase des Mars. Bis zum 14. November dauert das dann. Euer Sternzeichen Stier ist als solches eigentlich nicht davon so betroffen. Insofern kann es sein, dass der schwierige Marstransit euch nicht so stark fordert. Aber vielleicht solltet ihr anderen helfen, die jetzt am Rad drehen, weil sie die schwierigen Marsaspekte verarbeiten müssen. Im kosmischen Horoskop der Stiere steht der Mars im 12. Haus. Das kann versteckte Feinde anzeigen, also vielleicht Leute, die hinter eurem Rücken gegen euch intrigieren. Und die sagen dann nichts, aber sie lassen euch spüren, dass was im Argen liegt. Und auf der körperlichen Ebene kann das auch Infektionsgefahren mit sich bringen. Aber dank der überwiegend guten Aspekte denke ich, dass ihr insgesamt stabil seid. Dazu trägt jetzt auch die Sonne in der Jungfrau bei, die für euch stärkend und vitalisierend steht und eventuelle ungünstige Abflüsse gut abfedert. Am 17. September ist dann der Neumond in der Jungfrau und der fällt in euer fünftes Haus der Lebensfreude und Kreativität. Da könntet ihr euch gut mit euren Plänen für die kommenden 4 Wochen oder auch 12 Monate beschäftigen. Doch bezieht dabei bitte auch euren Partner oder die Menschen in eurem Umfeld mit ein. Wir haben in diesen Tagen eine Trennungskonstellation, während der ihr vielleicht denkt, ach, ihr könntet auch ohne bestimmte Leute zurechtkommen. Wenn euch solche Gefühle beschleichen, wartet noch ein paar Tage ab. Wahrscheinlich seht ihr das schon bald wieder anders. Durch den starken Einfluss von Uranus in eurem Zeichen wird es immer wieder so sein, dass Leute oder Umstände euch scheinbar in euren Abläufen stören oder dass Dinge sich nicht planen lassen. Das lässt sich aber nicht lösen, indem man diese Menschen oder Einflüsse aus seinem Leben verbannt. Die kosmische Aufgabe ist vielmehr, dass ihr lernen sollt, flexibel zu sein und auch Veränderungen in eurem Leben und euren Routinen zuzulassen. Und gerade jetzt im September sind die Aspekte so günstig, dass ihr das Entwicklungspotenzial in solchen Veränderungen sehen könnt. Am 22. September nachmittags um 15.31 Uhr ist dieses Jahr die Herbsttag- und Nachtgleiche und da geht dann auch die Sonne ins Zeichen Waage. Sie aktiviert dann bei euch den Bereich der beruflichen Abläufe und der Gesundheit und bildet dabei einige durchaus heikle Aspekte. Gut möglich, dass in der letzten Septemberwoche Gesundheitsthemen in den Vordergrund rücken, zum Beispiel indem ihr euch überlegt, eine Alternative zu einer schulmedizinischen Behandlung zu finden. Es scheint sich um eine ältere Geschichte zu handeln, die nochmal angeschaut werden will. Am 27. September wechselt der Merkur in den Skorpion und belebt dann für 3 Wochen euer Partnerhaus. Dann beginnt eine interessante und prickelnde Phase zum Kennenlernen neuer Leute. Mehr dazu dann in eurem Video für den Oktober. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Wie sieht's aus in der Liebe? Der aufsteigende Mondknoten wandert ja durch euer Zeichen und das bedeutet, ihr wirkt sehr anziehend auf andere Menschen, die auf der Suche nach einem Seelenpartner sind. Besonders Schützen und Löwen sind jetzt, glaube ich, sehr angetan von euch. Also in der Liebe sieht es weiterhin sehr gut für euch aus, besonders um neue Leute kennenzulernen. Das können übrigens auch gute Geschäftsverbindungen sein oder es ergeben sich neue Freundschaften. In festen Verbindungen kann es bei den Zwillingen allerdings Spannungen geben. Zum Beispiel, wenn euer Partner den Eindruck hat, dass ihr neue, witzige Leute interessanter findet als eure bestehende Beziehung. Da könnte gerade in der ersten Woche des Monats der Haussegen etwas schief hängen. Danach wird es wahrscheinlich besser. Deshalb zeigt euch verständnisvoll, selbst wenn euch die Reaktion eures Partners übertrieben vorkommt.
Der Vollmond am 2. September in den Fischen steht in Spannung zu eurer Sonne und kann scheinbar irrationale Gefühle mit sich bringen. Die lassen sich dann auch nicht mit Argumenten wegerklären. Da kommt man nur mit Verständnis und Zuwendung weiter. Das ist auch deshalb wichtig, weil eure festen Partnerschaften irgendwie auch ein Schlüssel zu eurem beruflichen Erfolg zu sein scheinen. Die Sterne zeigen, dass ihr erfolgreicher seid, wenn ihr hinter eurer Beziehung steht und mit dem Partner an einem Strang zieht. Falls ihr nicht gebunden seid, kann das zum Beispiel geschäftliche oder vertragliche Partnerschaften betreffen. Denen solltet ihr viel Aufmerksamkeit widmen, denn auch da gibt es Menschen, die in Sachfragen erstaunlich emotional reagieren können. Ab dem 6. September geht die Venus in den Löwen und das entspannt viele dieser Prozesse spürbar. Das werdet ihr auch merken. Beruflich habt ihr dann für 3 Wochen eine richtig gute Zeit, zum Beispiel auch für Marketingstrategien und für Gespräche im Team. Es ist auch eine gute Phase für Zwillinge, die schreiben, bloggen oder einen Podcast machen. Es kann nur sein, dass es bei euch in den Freundschaften knirscht. Ab dem 10. September beginnt der Mars seine 11-wöchige Rückläufigkeit und das bei euch im Freundschaftshaus. Rechnet mal damit, dass es in den Wochen darauf zu Spannungen kommt. Möglich, dass es zwischen Leuten, mit denen ihr befreundet seid, und euren festen Partnern oder auch beruflichen Partnern zu Unstimmigkeiten kommt. Möglich auch, dass ihr Pläne mit Leuten aus eurem beruflichen Netzwerk habt, die sich nicht in euer sonstiges Gefüge von Verträgen und Verpflichtungen integrieren lassen. Oder jemand, mit dem ihr befreundet seid, mischt sich in eure private Beziehung ein. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn wenn es darum Konflikte gibt, können die sich festfahren und dann kann es im ungünstigsten Fall bis zum Jahresende dauern, ehe die Angelegenheit wieder in Bewegung kommt. Aber wir haben ja diese schöne Konstellation, man kann über alles reden und für euch wirkt die sogar noch bis Ende des Monats. Deshalb solltet ihr anstreben, Dinge nicht im Unklaren zu lassen, sondern in konstruktiven Gesprächen nach Lösungen zu suchen. Das gilt besonders für diejenigen von euch, die den Einfluss von Neptun empfangen. Denn in dem Fall fällt es euch häufig schwer, den klaren Durchblick zu behalten und zuverlässig zu sein. Welche Geburtstagskinder davon betroffen sind, das könnt ihr in meinem Jahrbuch nachschlagen. Aber ganz grundsätzlich machen euch die Sterne in diesem Monat charmant, verbindlich und sympathisch. Und es dürfte euch gelingen, verunsicherte Menschen zu überzeugen und auf eure Seite zu ziehen. Am 17. September ist der nächste Neumond. Der fällt in die Jungfrau und damit in den Familienbereich eures Horoskops. Es kann dann anstehen, familiäre Angelegenheiten zu regeln oder auch Pläne für die kommenden Wochen zu machen, zum Beispiel wer welche Aufgaben übernimmt. Und wenn ihr einen festen Schatz habt, ist das ein sehr guter Neumond, um eure Beziehung zu festigen und den Blick auf die gemeinsamen Vorhaben zu richten. Am 22. September, nachmittags um 15.31 Uhr, ist dieses Jahr die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und dann geht die Sonne in die Waage und bildet für die kommenden 4 Wochen angenehme Aspekte zu eurem Sternzeichen. Sofern nicht Einschränkungen aufgrund zum Beispiel erneuter Probleme in der Covid-Krise dagegen sprechen, dürfte das eine Zeit sein, in der ihr viele Leute trefft, gut ankommt und auch schöne neue Kontakte knüpfen könnt. Wenn bei euch Freundschaften in Schieflage geraten sind, lässt sich das in den letzten 10 Tagen des Monats auch wieder gerade rücken. Und wenn ihr Single seid und auf Partnersuche, dann habt ihr ja generell gute Karten, weil der Mondknoten in eurem Zeichen steht. Und der wird vom 20. September bis Monatsende nochmal super günstig von Liebesplanet Venus und Kontaktplanet Merkur aktiviert. Das solltet ihr ausnutzen. Hallo meine lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Falls ihr jetzt Ende August, Anfang September schwierige Zeiten in der Liebe und Partnerschaft habt, haltet durch. Im Moment kann es euch passieren, dass ihr hohe Erwartungen hegt und anschließend mit Gefühlen von Zurückweisung oder Mangel an Liebe zu kämpfen habt. Liebesgöttin Venus steht zwar noch bis zum 5. September in eurem Zeichen, muss aber durch die Kampfenergie mit Mars und Saturn durch. Und da kann es trotz eurer liebevollen Gefühle zu Konflikten kommen. Wahrscheinlich liegt es nur daran, dass euer Schatz oder Flirtpartner selbst sehr unter Druck steht. Der Mars könnte euch dazu anstacheln, nur eure eigene Befindlichkeit zu sehen und aus den Augen zu verlieren, was vielleicht mit eurem Gegenüber los ist.
Wenn ihr häufiger als sonst wütend seid, dann solltet ihr die 90-Sekunden-Regel beachten. Die habe ich genau erklärt in dem Video über den Mars-Transit Mars im Widder – Begegnung mit dem inneren Krieger. Und die harten Aspekte dieses Mars-Transits, die wirken sich halt voll auf die Krebssonne aus, vor allem wenn ihr zwischen dem 12. und 22. Juli Geburtstag habt. Der Vollmond am 2. September bildet aber schöne und besänftigende Aspekte. Vielleicht könnt ihr euch dann mit eurem Schatz auf einer zärtlichen Ebene näher kommen und strittige Themen einfach mal beiseite schieben. Wenn ihr alleinstehend seid, ist es ein sehr schöner Vollmond für eine Meditation oder um sich einer Gruppe Gleichgesinnter anzuschließen und gute Impulse ans Universum zu senden. Ihr habt vor allem in der ersten Monatshälfte sehr gute Sterne für die Kommunikation, für gute Ideen, für interessante Freundschaften und auch zum Plänemachen. Auch deshalb solltet ihr euch nicht zu sehr in Beziehungsprobleme verstricken, denn viele andere Sachen dürften gerade recht gut für euch laufen. Gerade die Krebs-Aszendenten befinden sich in einem langfristigen Aufbauzyklus und viele von ihnen spüren, dass sie auf dem Weg zu ihrer Berufung oder auch zu einem Karriereziel gut vorankommen. Auf diesem Weg ist es manchmal gut, etwas für sich zu behalten und diplomatisch zur Tagesordnung überzugehen, selbst wenn einem dies oder das nicht passt. Ihr solltet immer euer größeres Ziel vor Augen behalten und bei der momentanen Stimmung in der Gesellschaft ist es manchmal besser, nicht alles bis zum Letzten auszudiskutieren oder sich aufzuregen. Das muss ich mir auch selbst sagen. Ich bin ja Krebs-Aszendent und dazu auch noch Steinbock. Die wollen ja auch immer Recht behalten. Ganz schlimm. Ich passe im Moment höllisch auf, was ich sage und versuche, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und ich übe die 90-Sekunden-Regel, also 90 Sekunden abwarten, wenn man sich ärgert, ohne den Ärger mit finsteren Gedanken zu nähren. Danach kann man klar denken und überlegte Schritte tun. Wenn ihr beruflich was Wichtiges vorhabt, versucht das noch bis zum 10. September einzutüten, denn dann beginnt der Mars seine 11-wöchige Rückläufigkeit. Beim Krebskollektiv ist das im Karrierehaus und es ist schon möglich, dass dann Prozesse ins Stocken geraten und Gefühle von Blockiertsein sich breit machen. Weil die Lilith dabei steht, kann das auch mit Frauenthemen, zum Beispiel Gleichberechtigung oder einer schwierigen Chefin zu tun haben. Von solchen Hindernissen dürft ihr euch nicht frustrieren lassen. Und vor allem dürft ihr dann nicht die bisher erzielten Fortschritte wieder in Frage stellen und denken, es wäre alles umsonst gewesen. Der rückläufige Mars zeigt nämlich eine Phase von 2 Monaten an, in der es teilweise sehr zäh vorangeht. Und dann dürft ihr nicht den Glauben an eure Sache verlieren oder gar aufgeben. Und versucht, Grundsatzdiskussionen und Konflikten um berufliche Themen aus dem Weg zu gehen. Denn die können sich sonst verfestigen und dann kann es bis zum Jahresende dauern, ehe die Dinge wieder in Gang kommen. Am 17. September haben wir den Neumond in der Jungfrau. Der begünstigt neue Ideen und ist gut für alle, die beruflich mit Marketing, Schreiben, Bloggen, Podcasts und Lerninhalten zu tun haben. Auch wenn ihr im Verkauf tätig seid, ist das ein guter Neumond, um sich Strategien für die nächsten Wochen zu überlegen. Vom 20. bis zum Monatsende gibt es dann nochmal ein günstiges Zeitfenster, in dem sich berufliche Angelegenheiten in gute Bahnen lenken lassen. Auch finanziell ist das eine gute Zeit. Euer Einsatz kann sich dann auszahlen. Wenn ihr es also bis zum 10. nicht geschafft habt, Abschlüsse zu tätigen, könnt ihr die Zeit vom 20. bis 30. September auch nochmal nutzen. Am 22. September, nachmittags um 15.31 Uhr, ist dieses Jahr die Herbsttag- und Nachtgleiche und dann geht die Sonne in die Waage. Und sie aktiviert dann den Familienbereich eures Horoskops. In den Tagen darauf kann es zu Problemen kommen, wenn ihr beruflich sehr eingespannt seid und dann ein schlechtes Gewissen habt, dass ihr nicht genug Zeit für die Familie habt. Aber die steht wahrscheinlich hinter euch. Deshalb solltet ihr die beruflich gute Phase bis zum Monatsende möglichst ausnutzen. Ab Anfang Oktober macht euch die Venus bewusst, wie viele Menschen es gibt, die euch lieben und verstehen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Ich denke, viele von euch hatten allen Grund, mit ihrem Geburtstagsmonat zufrieden zu sein. Wir hatten ja einige recht glückliche und produktive Konstellationen im August. Auch im September könnt ihr nochmal zur Hochform auflaufen. Für euch ist weiterhin günstig, dass der lange Mars-Transit im Widder harmonische Aspekte zur Löwesonne bildet,
so dass ich das Gefühl, voranzukommen und etwas zu erreichen, durchaus weiter fortsetzen kann. Das gilt vor allem für diejenigen von euch, die selbstbestimmt arbeiten können und kreative Berufe haben. Nicht so einfach sind die Konstellationen für diejenigen Löwen, die weisungsgebunden, zum Beispiel im Büro, arbeiten. Ihr könntet in Situationen hineingeraten, bei denen sich dauernd irgendwelche Vorschriften und Regelungen ändern, vor allem jetzt im Zusammenhang mit der Covid-Krise, und ihr müsst immer wieder Anpassungen eurer Abläufe vornehmen. Ich denke da an die vielen Löwegeborenen, die gerne mit Kindern arbeiten, zum Beispiel in pädagogischen Berufen, und die nun natürlich unter der Unsicherheit zu leiden haben, wie sich jetzt der Unterricht gestalten soll. Da kann ich euch nur raten, bringt euch ein. Die meisten Löwen haben eine gute Autorität und wunderbare Ideen. Also schaut doch mal, ob ihr nicht was Gutes beitragen könnt. Entweder durch Spaß und Ablenkung oder durch kreative Ideen im Umgang mit den Vorschriften. Als Löwe steht ihr ja auch unter dem Einfluss von Unruhestifter Uranus. Und der steht bei euch im Karrierehaus. Auch das ist ein Hinweis darauf, dass es von Seiten von Vorgesetzten oder Behörden sprunghafte Entscheidungen gibt und ihr habt dann Mühe, diese vernünftig umzusetzen. Trotzdem gibt es in diesem Monat viele Konstellationen für gute Ideen und überraschende Lösungen und da könnt ihr ganz vorne mit dabei sein. Der Vollmond am 2. September kann euch dahingehend durchaus einen Durchbruch bringen, der sogar auch zu finanzieller Anerkennung führt. In der Liebe ist ganz toll für euch, dass die Venus am 6. September in euer Zeichen Löwe geht und dann euren Charme und eure Überzeugungskraft aufblühen lässt. Für den Rest des Monats habt ihr dann Rückenwind, um neue Leute kennenzulernen und auch um euren festen Partner um den Finger zu wickeln. Auch der Merkur steht über weite Strecken günstig für euch. Dadurch könnt ihr Überzeugungsarbeit leisten und einiges von dem durchsetzen, was ihr für richtig haltet. Am 10. September beginnt der Mars seine Rückläufigkeitsphase, die sich bis zum 14. November erstreckt. Für das Löwe-Kollektiv spielt sich das im 9. Haus der Pläne und Perspektiven ab. Es kann sein, dass ihr den Eindruck habt, es geht mit euren längerfristigen Vorhaben nicht weiter. Wenn ihr als Lehrkräfte oder Coaches im Einsatz seid, können sich Schwierigkeiten und Verzögerungen bei euren geplanten Veranstaltungen ergeben. Da helfen nur Geduld und Selbstbewusstsein. Der rückläufige Mars ist ja für viele schwierig und für viele auch schwieriger als für euch. Deswegen fällt euch teilweise sogar die Rolle zu, schlichtend und lenkend und motivierend einzugreifen. Weil der Mars so günstig zu eurer Sonne steht, kann das euer Selbstwertgefühl und eure Ego-Kräfte stärken. Jetzt wäre es ideal für euch, wenn ihr auf die Herzensebene gehen könntet und euch von eurem höheren Selbst leiten lasst. Dann könnt ihr Dinge souverän und überzeugend regeln, ohne dass ihr euch darum streiten müsst. Denn Streitigkeiten und Konflikte, mit denen man in diese Rückläufigkeit hineingeht, die können sich im ungünstigsten Fall dann bis Ende des Jahres hinziehen. Am 17. September haben wir den Neumond in der Jungfrau und der fällt in euer kosmisches Geldhaus. Das könnte ein Anlass sein, darüber nachzudenken, dass ihr für euren besonderen Einsatz auch entsprechende Vergütung verdient habt. Vielleicht ist auch ein Bonus drin. Auf jeden Fall ist das ein sehr guter Finanz- und Jobneumond. Und ebenso, falls ihr euch verändern wollt oder einen beruflichen Neuanfang anstrebt. Günstig ist die Konstellation auch, falls ihr einen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen wollt. Es kann jedoch auch sein, dass ihr euch im Zuge dieses Neumondes von etwas oder jemandem trennen wollt. Macht das, aber nur, wenn ihr ganz sicher seid. Ansonsten wartet lieber noch etwas ab, denn die Sache kann sich zum Monatsende hin doch noch mal ganz anders darstellen und ihr wollt sie vielleicht doch fortsetzen. Am 22. September, nachmittags um 15.31 Uhr, ist dieses Jahr die Herbsttag- und Nachtgleiche und dann geht die Sonne ins Zeichen Waage und aktiviert bei euch den Bereich des Lernens und Marketings und der Kommunikation. Das ist privat wie beruflich sehr günstig für diese Bereiche. Überhaupt habt ihr ab dem 20. September bis Anfang Oktober nochmal einen richtig guten Lauf, und zwar bei allem, was euch persönlich wichtig ist. Das kann eine Herzensangelegenheit sein, zum Beispiel eine neue Liebe oder ein Herzensprojekt oder eine wichtige finanzielle Angelegenheit. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch an die Geburtstagskinder vom September. Habt ihr auch eine gute und produktive Phase zurzeit?
Jedenfalls hättet ihr die Sterne dafür. Es läuft rund für euch, denn die großen Player Jupiter, Saturn und Pluto bilden gute Manifestationsaspekte zu eurem Zeichen. Ihr könnt also jetzt was auf die Beine stellen. Die Sonne und auch der Merkur stehen in der Jungfrau und stärken euch den Rücken. Das ist nicht nur gut für die Vitalität und die Gesundheit, sondern auch für Verhandlungen und berufliche Fortschritte. Eine besonders gute Phase habt ihr in der ersten Septemberwoche. Beruflich und privat könnt ihr da mit brillanten Ideen einiges reißen. Eure Einfälle solltet ihr aufschreiben. Da habt ihr vielleicht noch länger was davon. Die Phase ist auch günstig, um mit Freunden oder Partnern aus eurem beruflichen Netzwerk Gespräche zu führen und Einigungen zu erzielen. Der Vollmond in den Fischen am 2. September fällt in euer Partnerhaus und die Vollmondphase ist günstig für liebevolle Zeiten, falls ihr jemanden zum Kuscheln habt. Und auch für Singles ist diese erste Woche des Monats besonders vielversprechend beim Kennenlernen. Ihr habt auch langfristig einen starken Romantikaspekt, aber kurzfristig wird sich die Venus ab dem 6. September bis zum Monatsende etwas zurückziehen. Sie geht dann in den Löwen und das ist beim Jungfrau-Kollektiv das versteckte 12. Haus. Gut möglich, dass sich dann Liebesgefühle mehr innerlich abspielen oder dass ihr vielleicht euren aktuellen Liebespartner vorübergehend nicht sehen könnt. Anders ist das natürlich, wenn ihr Planeten oder den Aszendenten im Löwen habt. Die werden dann von der Venus aktiviert und dann gibt es auch in der Liebe keine Pause. Fast zeitgleich mit der Venus wechselt auch der Merkur das Zeichen. Er geht am 5. September in die Waage und läuft dann durch euer Geldhaus. Das ist günstig für finanzielle Verhandlungen und auch um ein Schnäppchen zu machen, vor allem in der ersten Monatshälfte. Am 10. September beginnt der Mars die 11-wöchige Rückläufigkeitsphase. Beim Jungfrau-Kollektiv spielt sich das im 8. Haus der Verbindlichkeiten ab. Ich habe ja schon öfter erwähnt, dass es bei euren festen Partnerschaften oder auch Geschäftspartnerschaften zu Konflikten kommen kann. Weil auch die Lilith dabei steht, kann es dabei auch um Fragen der Gerechtigkeit oder Gleichberechtigung der Partner gehen. Oder es geht darum, wer wie viel Freiraum braucht und bekommt. Oder dass die beiden Partner unterschiedliche Vorstellungen von dem Wir in der Beziehung haben. Was es auch ist, versucht, Konflikte beizulegen oder ihnen ganz aus dem Weg zu gehen. Sonst können sich Streitigkeiten verfestigen und dann kann es bis zum Jahresende dauern, ehe man zu einer Lösung kommt. Am 17. September ist der Neumond in der Jungfrau und das ist für euch der wichtigste Neumond des ganzen Jahres in eurem eigenen Zeichen. Er steht sehr günstig zu manifestieren. Ihr solltet die Neumondphase nutzen, um nochmal in euch zu gehen und Bilanz zu ziehen, was ihr in den letzten beiden Jahren schon geschafft habt und zu überlegen, wie ihr die kommenden 12 Monate noch günstig nutzen könnt. Bis Dezember stehen euch dabei Jupiter und Saturn zur Seite und helfen euch, auch größere Projekte zu verwirklichen bzw. zu vollenden, was ihr angefangen hattet. Am 22. September um 15.31 Uhr ist dieses Jahr Herbsttag und Nachtgleiche. Dann verlässt die Sonne euer Zeichen und betritt die Waage. Sie aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen beim Jungfrau-Kollektiv das Geldhaus. Das ist grundsätzlich gut für euren Geldbeutel und ihr könnt euch wahrscheinlich etwas Schönes leisten oder auch durch eure guten beruflichen Leistungen einen Bonus oder Zuschuss erwirtschaften. Doch sowohl Merkur als auch Sonne bilden dabei heikle Aspekte mit den Problemplaneten in eurem 8. Haus. Es kann also gut sein, dass ihr selbst zwar finanziell alles im Griff habt, aber dass es in euren verbindlichen, privaten oder geschäftlichen Beziehungen Anspannungen in Fragen ums Geld gibt. Denkt dran, dass in diesem Bereich eben der Mars für die nächsten 11 Wochen rückläufig ist und Probleme mit äußerstem Fingerspitzengefühl gehandhabt werden müssen, damit sie keine langfristigen Querelen zur Folge haben. Davon abgesehen habt ihr aber in den letzten 10 Tagen des Monats nochmal einen schönen Lauf in eurer Kreativität und auch in der Liebe. Lasst doch in der Liebe mal ein bisschen eure Fantasie spielen. Da könnt ihr euren festen Partner verzücken und ein bisschen Entspannung in die Beziehung bringen. Singles auf der Suche können sich schon mal auf den Oktober freuen. Da habt ihr fast den ganzen Monat eine besonders vielversprechende und prickelnde Phase zum Kennenlernen toller neuer Leute. Hallo, ihr charmanten Waagegeborenen und Waage-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr jetzt im September Geburtstag habt.
Der Monatswechsel August-September kann von Spannungen in der Familie oder Partnerschaft begleitet sein. Da tut es euch gut, wenn ihr euch gelegentlich mal eine Auszeit nehmt und zurückzieht. Dafür eignen sich besonders die Tage um den Vollmond am 2. September, der bei euch auf die Heilerachse fällt. Vielleicht könnt ihr da mal was für eure Gesundheit tun, meditieren oder ungestört Sport treiben, am besten draußen in der Natur. Ab dem 6. September wird es wieder etwas ruhiger bei euch zu Hause. Mit eurer Familie oder Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, findet ihr wieder in einen gemeinsamen Rhythmus. Die Venus wechselt dann in den Löwen und der Merkur ist in der Waage in eurem Zeichen, bilden zusammen eine schöne Harmonie. Und das bedeutet, man kann über alles reden. Und zwar freundlich, zugewandt und lösungsorientiert. Diese Phase hält ungefähr bis zur Monatsmitte an und die solltet ihr ausnutzen. Am 10. September beginnt die 11-wöchige Rückläufigkeitsphase des Mars und zwar bei euch im Partnerhaus. Man muss leider sagen, dass das eine erhöhte Neigung zu Konflikten mit sich bringen kann. Entweder in euren Beziehungen oder einfach generell mit Menschen, denen ihr begegnet. Das kann bei allen möglichen Gelegenheiten sein. Ihr habt es schwerer als sonst, mit eurer normalerweise freundlichen, charmanten und diplomatischen Art für Frieden zu sorgen. Wahrscheinlich fühlt ihr euch schneller provoziert und manchmal könntet ihr so richtig aus der Haut fahren. Besonders betroffen davon sind die Geburtstagskinder zwischen dem 11. und 21. Oktober, aber auch die übrigen Waagegeborenen dürften diese spannungsgeladene Atmosphäre spüren. Weil auch die wilde Lilith beteiligt ist, kann es sich auch um Schwierigkeiten mit Frauen handeln, beispielsweise Freundinnen oder ihr geratet in eine Konkurrenzsituation mit einer Frau um euren Partner. Beruflich kann sich das auch äußern. Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, erscheinen euch ruppig, ungeduldig oder egoistisch und da ist bestimmt auch was dran. Wenn ihr spürt, dass ihr in einen solchen Sog von Konflikten und Auseinandersetzungen reingezogen werdet, solltet ihr unbedingt die 90-Sekunden-Regel üben. Das heißt, Emotionen von Zorn und Ärger 90 Sekunden nur beobachten, nicht mit Gedanken füttern. Danach beruhigt sich das von ganz alleine wieder und dann könnt ihr klarer denken und besser argumentieren oder auch die Konsequenz aus der Situation ziehen. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video Mars im Widder – Begegnung mit dem inneren Krieger. Das solltet ihr euch anschauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Wichtig ist auch, dass ihr strategisch vorgeht. Der Mars-Transit kann euch in eine Verteidigungs- und Kampfhaltung bringen, wobei ihr dann Gefahr lauft, wichtigere Ziele aus den Augen zu verlieren und nur aus dem Moment heraus zu handeln. Es kann jetzt wirklich besser sein, nachzugeben oder Konflikten ganz aus dem Weg zu gehen. Und das ist heikel, denn die Rückläufigkeit des Mars bedeutet, dass sich Auseinandersetzungen festfahren und es kein Vor und Zurück mehr gibt. Keiner will nachgeben, selbst wenn die Argumente ausgehen. Und dann kann es bis zum Jahresende dauern, ehe Besserung eintritt. Behaltet das im Hinterkopf, wenn ihr in eine schwierige Situation hineingeratet. Davon abgesehen läuft aber auch vieles recht gut für euch. Die Venus bringt Erfolg, vor allem für eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. Von dort erhaltet ihr auch Unterstützung oder ein offenes Ohr. Und falls ihr spirituell arbeitet, dürft ihr auch mit heilsamen und liebevollen Impulsen aus der geistigen Welt rechnen, wenn ihr durch Meditation oder im Gebet darum bittet. Finanziell sieht der Monat auch recht erfolgreich für euch aus. Nur in der Zeit vom 13. bis 17. September raten die Sterne zur Vorsicht, besonders wenn es um Verträge oder gemeinsame Gelder geht oder auch das Geld eures Partners. Da kann es zu einem plötzlichen Verlust kommen, wenn ihr da ein Risiko eingeht. Am 17. September ist der Neumond in der Jungfrau. Er fällt für euch ins Haus der Spiritualität und der Heilung. Tatsächlich solltet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr genug für eure Seele tut und zwischendurch auch immer wieder in eure Mitte findet. Viele Waagegeborene haben zurzeit eine etwas zarte Gesundheit und müssen ein bisschen auf sich Acht geben. Am 22. September um 15.31 Uhr ist dieses Jahr die Tag- und Nachtgleiche und dann tritt die Sonne in euer Zeichen Waage ein und sie aktiviert dann für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude. Bis zum Monatsende habt ihr dann eine Phase, in der eure Begegnungen wieder mehr von Liebe und Leichtigkeit geprägt sind. Da sind auch intensive Flirts möglich, gerne nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich. Für einige der Geburtstagskinder aus dem September erinnert heiler Planet Chiron daran, dass es ein Thema mit dem Vater zu lösen gibt oder auch, dass ein Partner Hilfe braucht.
Doch Venus und Mars unterstützen euch. Euren Geburtstag solltet ihr gebührend feiern. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Der September startet mit vielen günstigen Aspekten zu eurem Zeichen. Das spricht dafür, dass ihr produktiv seid und mit euren Vorhaben und Ideen gut vorankommt. Es ist auch ein guter Monat, um eure Freundschaften zu pflegen. Beruflich sind die Konstellationen besonders günstig, wenn ihr selbstbestimmt arbeiten könnt oder selbstständig seid. Dann trefft ihr jetzt gute und tragfähige Entscheidungen. In der Liebe ist die erste Woche des Monats günstig für die Singles unter euch, die noch auf der Suche sind. Besonders der Vollmond am 2. September kann es ganz schön prickeln lassen, denn er steht sehr romantisch. Ab dem 6. September sind die Tendenzen vorteilhaft für eure Karriere, zum Beispiel wenn ihr eine Präsentation gebt oder einen Vortrag haltet. Ihr könnt euch dann gut ins rechte Licht rücken. Macht euch keine Sorgen, wenn vielleicht noch die eine oder andere Information fehlt. Eure Wissenslücken schließen sich ganz intuitiv oder im richtigen Moment kommt aus dem Hintergrund noch genau die Info, die ihr gebraucht hattet. Wenn ihr in einem Heilberuf tätig seid, gilt Ähnliches. Verlasst euch darauf, dass euch im richtigen Moment die richtigen Erkenntnisse kommen, wie ihr euren Klienten am besten helft. Unterstützung bekommt ihr auch von Freunden und Bekannten und seitens eures beruflichen Netzwerks. Oder ihr seid selbst diejenigen, die mit Expertise und Wissen anderen gut helfen können. Am 10. September wird der Mars rückläufig, und zwar bis zum 14. November. Das spielt sich bei euch im Bereich der Gesundheit ab und da sehe ich für die Skorpione und Skorpion-Aszendenten mögliche Schwachpunkte. Ihr müsst ein bisschen auf euch Acht geben. Skorpione sind normalerweise sehr stark und zäh, aber der Mars kann euch dazu verführen, eure Kräfte zu überschätzen. Er steht ja schon seit einer Weile in Spannung zu Saturn, der für Knochen und Zähne steht, und so kann es sein, dass ihr euch den Rücken verknackst oder dass ihr vor lauter Zähne zusammenbeißen Kieferprobleme bekommt. Das wäre mein Tipp. Die meisten anderen Bereiche laufen recht gut in eurem Leben, aber um eure Gesundheit müsst ihr euch kümmern. Und wenn ihr das nicht tut, kann sich ein Gesundheitsproblem festsetzen und dann dauert es unter Umständen bis zum Jahresende, ehe ihr das wieder loswerdet. Dieser Bereich im Horoskop repräsentiert auch euren Joballtag. Es kann also auch sein, dass Probleme am Arbeitsplatz zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Außerdem können Mars und Lilith nervige und schwierige Kolleginnen oder Kollegen anzeigen, mit denen man sich schwer zusammenraufen muss. Gut möglich, dass ihr auf heftigen Widerstand stoßt, auch wenn ihr in der Sache recht habt. Aber auch hier gilt: Konflikte am Arbeitsplatz, die jetzt entstehen, können sich festfahren und sich als äußerst hartnäckig und unangenehm erweisen. Deswegen versucht, euch nicht provozieren zu lassen und überlegt auch, ob ihr in einer Sache unbedingt aufs Recht haben bestehen müsst. Das bringt nämlich im Moment nicht viel. Auch in der Liebe und euren Beziehungen müsst ihr in der zweiten Monatshälfte achtsam sein. Jemand kann Unruhe in euer Leben bringen und ihr überlegt womöglich, euch von dieser Person zu trennen oder zurückzuziehen. Macht das, wenn es wohl überlegt ist. Aber spontane Impulse von Trennung können sich genauso schnell wieder verflüchtigen, wenn ihr ein paar Tage abwartet. Am 17. September haben wir den Neumond in der Jungfrau und der steht schön harmonisch für euch. Dann könntet ihr zum Beispiel in einer Beziehung oder Freundschaft einen Neuanfang anstreben, falls es wirklich Schwierigkeiten gegeben hat. Beruflich ist der Neumond auch gut, um sich neue Marketingstrategien zu überlegen oder, falls ihr euch ein neues Wissensgebiet erschließen wollt, damit zu beginnen. Am 22. September um 15.31 Uhr ist dieses Jahr Herbsttag und Nachtgleiche und dann geht die Sonne in die Waage. Sie aktiviert dann in den kommenden 4 Wochen die Heilerachse in eurem Horoskop und kann Energie auf eure gesundheitlichen Themen lenken. Und zwar betrifft das sowohl alte Geschichten, die wieder hochkommen können, als auch neue Probleme wie zum Beispiel Verletzungen oder Entzündungsreaktionen. Nehmt euch die Zeit, euch liebevoll darum zu kümmern und verdrängt solche Probleme nicht, denn wie gesagt, sonst habt ihr noch bis zum Jahresende damit zu tun. Am 27. September wechselt der Merkur in den Skorpion. Das ist gut zum Forschen und Argumentieren und dürfte eure Überzeugungskraft stärken. Außerdem bildet sich dann ein schöner Fantasie- und Romantikaspekt. Das ist wunderbar, um zum Beispiel verführerische Liebesnachrichten zu verfassen. Oder ihr gebt besonders viel Fantasie und Einfühlungsvermögen in euren Beruf oder eure Herzensprojekte.
Und diese inspirierte Phase hält auch noch bis weit in den Oktober hinein noch an. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Was macht die Liebe? Bei euch wandert ja der aufsteigende Mondknoten durchs Partnerhaus und wir hatten in den letzten Wochen ja sehr prickelnde Kennenlernkonstellationen. Ich hatte tatsächlich jetzt eine Klientin mit Schütze-Aszendent, der hatte ich vorhergesagt, dass sie wahrscheinlich jemanden kennenlernen wird. Und so ist es dann auch gekommen und der war auch noch Zwillinge. Bei euch auch? Und selbst wenn es nun nicht ein Seelen- oder Liebespartner ist, es stehen auch im September wieder viele erfreuliche Begegnungen in euren Sternen. Der Monat startet mit guten Konstellationen für Karriere, Job und Finanzen und mögliche Unklarheiten der letzten Tage sollten sich nun aufklären. Nur wenn ihr direkt unter dem Einfluss von Neptun steht, ist es für euch weiterhin nicht so einfach, in allen Lebenslagen den Durchblick zu behalten. Welche Geburtstagskinder diesen Einfluss langfristig empfangen, könnt ihr in meinem Jahrbuch nachschlagen. Der Vollmond am 2. September kann euch berufliche Inspirationen bringen. Wenn ihr also unruhig schlaft, legt euch ein Notizbuch bereit, um eventuelle Ideen festzuhalten. Auch diejenigen von euch, die weisungsgebunden im Büro arbeiten, dürften jetzt einen guten Lauf haben. Vielleicht werden technische Neuerungen eingeführt, auf die ihr schon lange gewartet hattet, und es herrscht eine allgemeine Offenheit für neue Ideen. Das ist vor allem in der ersten Monatshälfte günstig. Am 5. und 6. September gibt es einen Energiewechsel, wenn der Merkur in die Waage und die Venus in den Löwen geht, und beides ist sehr angenehm für die Schützen. Sofern nicht irgendwelche Einschränkungen dagegen sprechen, sind es tolle Reisekonstellationen, zum Beispiel um Freunde zu besuchen. Auch eure Pläne und euer Fernweh werden angeregt. Wenn ihr selbstständig und kreativ arbeitet, bekommt ihr dadurch bis zum Monatsende viele Inspirationen. Und für die Liebe ist das auch sehr förderlich und da habt ihr ja sowieso schon einen guten Lauf. Am 10. September beginnt die 11-wöchige Rückläufigkeitsphase des Mars. Für die Schütze Sonne ist das kein Problem, denn Mars und auch Lilith stehen im Widder harmonisch dazu. Es sei denn, ihr habt, wie das bei Schützen häufig der Fall ist, Planeten im Steinbock. Dann müsstet ihr euch darüber nochmal informieren, inwiefern ihr da schwierige Aspekte empfangt, zum Beispiel in der Mars-Analyse. Für das Schütze-Kollektiv gilt es trotzdem zu beachten, dass diese Mars-Konstellation finanzielle Schwierigkeiten anzeigen kann. Da geht es dann darum, dass ihr für eure kreativen Hobbys oder auch im Zusammenhang mit einer superspannenden Liebesaffäre Geld ausgebt oder finanzielle Risiken eingeht, die zu Verlusten führen können. Oder dass ihr euch verspekuliert. Oder wenn ihr Kinder habt, verursachen die euch vielleicht Kosten, zum Beispiel, weil sie eine Erhöhung des Taschengelds oder ein neues Smartphone verlangen und ihr müsst rechnen, wie ihr euch das leisten könnt. Achtet darauf, dass es um solche Sachen keine Konflikte und Streitigkeiten gibt, denn das kann sonst zu einem lang andauernden Problem werden, das sich möglicherweise bis zum Jahresende hinzieht. Zum Glück haben wir diese schöne Konstellation, die da heißt, man kann über alles reden. Und in eurem Fall heißt das auch, alles mal durchrechnen und ganz realistisch überlegen, ob ihr das Budget für eure Vorhaben auch habt. Denn wenn ihr jetzt spontan und impulsiv ein Loch in eure Kasse reißt, kann sich das zu einem Problem auswachsen, mit dem ihr längerfristig zu tun habt. Also Vorsicht! Am 17. September haben wir dann den Neumond in der Jungfrau. Der fällt beim Schütze-Kollektiv ins Karrierehaus. Es bietet sich an, dass ihr über eure berufliche Zukunft nachdenkt und dabei auch finanzielle Erwägungen mit einbezieht. Und wenn ihr dahingehend etwas Neues beginnen wollt, ist das ein sehr guter Neumond dafür. Am 22. September um 15.31 Uhr nachmittags ist die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und dann geht die Sonne in die Waage und aktiviert für die kommenden 4 Wochen eure Freundschaften und euer berufliches Netzwerk. Dabei können alte Geschichten nochmal hochkommen, vielleicht weil ihr einen Freund in der Vergangenheit vor den Kopf gestoßen habt. Darüber lasst es bitte nicht zum Streit kommen, denn auch das kann sich zu einem langwierigen Konflikt entwickeln. Aber wenn da wirklich was war, lohnt es sich auf jeden Fall, sich zu entschuldigen. Und dann kann man sich ja eine Weile aus dem Weg gehen, bis die Gemüter sich wieder beruhigt haben. Davon abgesehen habt ihr bis zum Monatsende nochmal eine schöne Zeit für die Liebe. Singles flirten dann sehr inspiriert. Und euer fester Schatz freut sich bestimmt auch, wenn ihr euch Zeit für kuschelige Stunden zu zweit nehmt. Aber auch für euch alleine ist es eine tolle Phase, um kreativ zu werden und sich Herzensprojekten zu widmen.
Hallo meine lieben Steinböcke und Steinbock-Aszendenten und vielen Dank für eure vielen Kommentare und Ideen, wie es euch mit der Zeitqualität so geht. Ich bin ja auch Steinbock und wir sind alle sehr stark beeinflusst von dem Mars-Transit durch den Widder. Ich kann euch schon wieder ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Für die Steinböcke läuft der Mars ja durch das kosmische vierte Haus des Privatlebens, Wohnens und der Familie. Und ich hatte angedeutet, es könnte Querelen mit dem Vermieter, Mietern oder Handwerkern geben. Ich hatte alles. Bei uns im Haus gab es einen Wasserschaden und ich hatte 2 Wochen eine unglaubliche Unruhe wegen der Handwerker, Diskussionen mit meinem Vermieter und überhaupt einen riesen Stress. Und in meinem persönlichen Horoskop, ich bin ja Krebsaszendent, da geht der Mars durchs 11. Haus der Freundschaften und beruflichen Netzwerke und prompt gab es Stress mit einem wichtigen Geschäftspartner. Das konnten wir dann klären und anschließend waren wir sogar richtig produktiv. Und wie geht's euch? Im August und auch jetzt im September stehen die Zeichen trotz allem Stress weiterhin auch immer noch auf Erfolg und finanzielle Gewinne. Nicht zuletzt deshalb, weil der Jupiter Mitte des Monats wieder direktläufig wird und dann starke Erfolgsimpulse in den Steinbock sendet. Das heißt, ihr könnt jetzt eure Energie nutzbringend im Beruf oder bei persönlichen Projekten einsetzen. Bei Stress und Baustellen im wörtlichen oder übertragenen Sinne, die ihr gar nicht beeinflussen könnt, solltet ihr dagegen möglichst keine Energie für Emotionen von Zorn und Ärger verschwenden. Dabei hilft die 90-Sekunden-Regel. Wenn ihr den Ärgerimpuls spürt, 90 Sekunden abwarten, tief durchatmen und während der Zeit keine grimmigen Gedanken hegen. Wenn die Emotion des Ärgers durchgerauscht ist, kann man klar darüber nachdenken, was zu tun ist. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video Mars im Widder – Begegnung mit dem inneren Krieger, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Der Vollmond am 2. September steht günstig zur Steinbocksonne und schenkt euch gute Inspirationen darüber, wo euer Einsatz sinnvoll und lohnend ist. In der Liebe kann es Anfang des Monats stark knistern, wenn ihr nicht zu sehr mit euch selbst beschäftigt seid, um jemandem Aufmerksamkeit zu schenken, der oder die sich für euch interessiert. Die Festliierten sollten ein bisschen mehr auf ihren Schatz achten. Liebevolle Aufmerksamkeit wirkt Wunder. Wir haben eine schöne Konstellation bis noch etwa knapp zur Monatsmitte, dass man über alles reden kann. Das solltet ihr nutzen, falls der Haussegen schief hängt. Denn ab dem 10. September beginnt die 11-wöchige Rückläufigkeitsphase des Mars. Und Konflikte und Unstimmigkeiten, die man damit hineinnimmt, können sich verfestigen und dann kann es bis zum Jahresende dauern, ehe da wieder Bewegung reinkommt. Das gilt übrigens auch, falls ihr tatsächlich eine Baustelle bei euch zu Hause habt. Versucht, so viel wie möglich in der ersten Monatshälfte noch fertigzustellen, sonst drohen Verzögerungen und Blockaden und dann zieht sich das womöglich über Monate hin. Konflikte mit den Familienmitgliedern solltet ihr möglichst ganz vermeiden, auch wenn ihr euch da im Recht seht. Da will dann keiner nachgeben und daraus kann eine langwierige, unangenehme Sache werden, wenn man nicht aufpasst. Besonders betroffen sind die Geburtstagskinder vom 12. bis 20. Januar, aber ich denke, auch die übrigen Steinböcke haben mit dieser Problematik zu tun. Das alles ändert jedoch nichts daran, dass es beruflich und finanziell gut laufen kann. Am 17. September haben wir den Neumond in der Jungfrau und bei euch bringt der neue Pläne und Perspektiven, vor allem wenn ihr mit Lerninhalten zu tun habt oder als Coaches oder Seminarleiter arbeitet oder wenn ihr sonst wie veröffentlicht oder auch mit der Rechtsprechung zu tun habt. Dann zeigen sich hier gute neue Möglichkeiten für die weitere Planung. Impulsgeber Uranus steht ebenfalls vorteilhaft zur Steinbocksonne. Das vor allem für die Dezember-Steinböcke und versorgt euch mit einem Strom neuer Ideen und Inspirationen. Das ist übrigens auch nützlich für technische Neuanschaffungen. Und zu diesem Neumond könnt ihr auch gut eine Reise planen oder antreten. Am 22. September um 15.31 Uhr ist dieses Jahr die Herbsttag- und Nachtgleiche und dann geht die Sonne ins Zeichen Waage. Da aktiviert sie für 4 Wochen euer Karrierehaus. Bis zum Monatsende kann es aber nochmal schwierig werden, weil vielleicht eine alte Familiengeschichte eure Aufmerksamkeit fordert oder vielleicht erkrankt auch ein Familienmitglied, um das ihr euch kümmern müsst. Dann solltet ihr zusammenhalten, denn ihr dürft auch Unterstützung seitens der Familie oder eures festen Partners erwarten. Eine mögliche Krise könnt ihr gemeinsam meistern. Auch Konflikte lassen sich in diesen Tagen nochmal beilegen und das solltet ihr dann auch unbedingt tun, denn Oktober und November werden sehr anspruchsvolle Monate.
Immerhin unterstützt euch die Venus ab dem 2. Oktober mit liebevollen und auch materiell förderlichen Impulsen. Mehr dazu dann in meinem Sternzeichen-Video für den Oktober. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Unruhestifter Uranus sendet euch ja langfristig Impulse zur Veränderung, und zwar für euer Privatleben, euren Wohnraum oder auch die Leute, mit denen ihr zusammenlebt. Zu Beginn dieses Monats stehen die Sterne besonders günstig, um solche Veränderungen in euer Leben zu integrieren. Der Vollmond am 2. September wirft sozusagen ein Licht darauf, welche Neuerungen in eurem Leben anstehen. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, könnt ihr dabei mit eurem Partner an einem Strang ziehen. Auch wenn ihr zum Beispiel auf Haus- oder Wohnungssuche seid, könnt ihr fündig werden. Und in Vertragsangelegenheiten und bei euren Verbindlichkeiten könnt ihr zu einem Abschluss kommen. Die beste Phase für all das ist bis zum 8. September. In der Liebe wird es ab dem 6. September spannend für euch, denn dann wandert die Venus in den Löwen und damit in euer Partnerhaus. Das ist schön für Begegnungen, Geselligkeit und netten Austausch. Gespräche können in diesen Tagen eine geradezu heilsame Wirkung haben. Etwas schwieriger wird es, falls es in euren Partnerschaften Unstimmigkeiten gibt oder ihr sogar jemand Spannendes kennenlernt, obwohl ihr in einer festen Beziehung seid. Wir haben nämlich um die Monatsmitte herum eine Trennungskonstellation. Da könntet ihr spontan denken, das Beste wäre, sich von jemandem zu distanzieren. In dem Fall wartet lieber ein paar Tage ab, denn ihr seht das dann vielleicht schon ganz anders und kommt wieder ins Gespräch. Am 10. September beginnt die 11-wöchige Rückläufigkeit des Mars und der befindet sich zusammen mit Lilith bei euch im Bereich der Kommunikation und des Alltags. Grundsätzlich stehen beide erstmal günstig zum Wassermannzeichen. Das bedeutet, dass es euch leicht fällt, in angeregte Diskussionen einzusteigen und dass ihr energisch eure Meinung vertretet. Ist auch ein toller Aspekt für kreatives Marketing und schriftstellerische Fantasie, falls ihr mit Worten und Sprache arbeitet. Auch für die Heiler und Therapeuten und Coaches unter euch ist dieser Aspekt sehr spannend. Ihr schafft es, bei euren Klienten die Knöpfe zu drücken, die sie aus ihrer Komfortzone herauslocken und könnt damit viel Gutes bewirken. Weil aber Mars und Lilith starke Spannungen zu den Planeten im Steinbock bilden, kommt es auch darauf an, ob ihr, wie das beim Wassermann häufig der Fall ist, Planeten im Steinbock habt, die davon gereizt werden. Das merkt ihr dann schon, indem ihr zum Beispiel auf Widerstand stoßt oder Menschen euch stur und engstirnig vorkommen. In dem Fall kann euch der Mars dazu anspornen, sehr heftig oder aggressiv zu argumentieren und damit würdet ihr euch dann im Grunde selbst schaden. Eure Opponenten lassen sich das nämlich nicht anmerken oder ihr kriegt es vielleicht erst gar nicht mit, aber es kann trotzdem langfristige Folgen haben. Deshalb achtet bitte darauf, wie eure Ideen und Argumente bei den anderen ankommen. Wassermänner sind zum Beispiel ja gerne witzig, aber im Moment sind die Leute sehr empfindlich, wenn man Scherze auf ihre Kosten macht. Und weil der Mars nun eben rückläufig wird, können sich spontan ausgesprochene Worte oder hitzige Diskussionen zu längerfristigen, schwelenden Problemen entwickeln. Das gilt übrigens auch, falls ihr Geschwister habt. Da müsst ihr jetzt auch eure Worte tendenziell auf die Goldwaage legen. Und fangt auch bitte keinen unnötigen Streit mit Nachbarn an. Alles, was man jetzt anzettelt, lässt sich womöglich vor Jahresende nicht wieder aus der Welt schaffen. Gut läuft es dagegen in der Liebe ab der Monatsmitte. Liebesgeflüster, süße Nachrichten, vielleicht auch eine kurze Reise zum Geliebten stehen dann unter guten Sternen. Und wenn ihr einen festen Schatz habt, freut der sich auch über ein romantisches Geständnis. Der Neumond am 17. September in der Jungfrau lenkt die Energie in eure festen Partnerschaften, sowohl privat als auch geschäftlich. Dann kommt noch mal eine zweite günstige Phase bis zum Monatsende, in der ihr euch über gemeinsame Vorgehensweisen oder auch gemeinsame Finanzen einigen könnt. Am 22. September um 15.31 Uhr ist dieses Jahr Herbsttag und Nachtgleiche. Und dann geht die Sonne in die Waage und aktiviert dann bei euch den Bereich der Pläne und des Fernwehs. Sie bildet dann aber bis Ende September Spannungen zu Heilerplanet Chiron. Und das bedeutet, wenn ihr in letzter Zeit jemanden vor den Kopf gestoßen habt und das noch am Raum steht, kann das nun zur Wiedervorlage kommen. Vielleicht ist eine Entschuldigung fällig. Davon abgesehen habt ihr aber in den letzten 10 Tagen des Monats super schöne Liebesaspekte. Die sind für Singles genial, um jemanden kennenzulernen.
Wenn ihr alleinstehend seid, ist das auch eine sehr schöne Zeit, um euch mit persönlichen Herzensprojekten zu beschäftigen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Ende August und Anfang September habt ihr eine sehr schöne Phase mit guten Sternen für Liebe und Freundschaft. Gleich der Vollmond am 2. September lässt es bei euch ordentlich prickeln. Und in dem Fall würde ich auch sagen, keine Angst vor Flirt-Apps oder dem Internet. Ihr könnt da jetzt mit süßen Liebesnachrichten jeden um den Finger wickeln. So manche von euch sind auch schon frisch verliebt und genießen das in vollen Zügen. Und auch bei den Festliierten stehen die Sterne gut für liebevolle Gespräche und Vereinbarungen über gemeinsame Vorhaben oder Finanzen. Bis zur Monatsmitte hält dieser angenehme Trend an. Am 10. September beginnt der Mars seine 11-wöchige Rückläufigkeitsphase. Auch Lilith steht dabei und das Ganze spricht bei euch Themen rund ums Geld und den Selbstwert an. Vielen Fischen ist es sehr wichtig, dass sie nicht nur einfach einen Job machen, um Geld zu verdienen, sondern sie wollen sich dabei auch sinnvoll fühlen, gebraucht fühlen oder kreativ sein. Und häufig sind sie bereit, auch für geringe Bezahlung zu arbeiten. Hauptsache, es macht ihnen Freude. Der Mars kann euch nun auffordern, euch dafür einzusetzen, dass auch die Bezahlung stimmt. Möglich auch, dass gute Freunde euch auf dieses Problem aufmerksam machen, was schmerzlich sein kann, wenn ihr es gern verdrängt hättet. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass ihr mit Leuten arbeitet, mit denen ihr auch befreundet seid und dass diese erwarten, dass ihr aus Freundschaft eure Leistung billiger anbietet. Achtet darauf, dass es rund um solche Themen jetzt nicht zu Konflikten kommt, denn die können sich dann verfestigen und dann habt ihr womöglich bis zum Jahresende Ärger damit. Mars macht auch mutig. Ihr könntet zum Beispiel möglichst vor dem 10. September noch eine Gehaltserhöhung anstreben. Zur Vorsicht raten die Sterne bei neuen Projekten mit Bekannten oder Freunden, wenn Fragen rund um das Geld und die Finanzierung noch nicht geklärt sind. Sonst kann das in den kommenden Monaten solche Freundschaften stark belasten. Das wären meine Tipps zu euren Mars- und Lilith-Themen der kommenden Monate. Die meisten anderen Planeten stehen jedoch günstig zur Fische-Sonne und ihr habt gute und originelle Ideen, wie ihr mit den auftretenden Problemen fertig werden könnt. Wenn ihr festangestellt seid, trefft ihr auf Kollegen, die euch wohlgesonnen sind. Freundschaften, in denen Einigkeit herrscht, werden sich als stabil erweisen und man unterstützt sich gegenseitig. Auch mit Geschäftspartnern aus eurem Netzwerk, mit denen ihr bereits gut eingespielte Strukturen habt, könnt ihr erfolgreich zusammenarbeiten. Besonders günstig ist dahingehend die Zeit bis zum 20. September. Der Neumond am 17. September lenkt nochmal die Energie in eure Partnerschaftsthemen. Das kann ein guter Neumond sein, um eine neue Beziehung zu beginnen oder um in eurer bestehenden Partnerschaft einen Neuanfang zu wagen. Und wenn ihr noch keine Beziehung habt, ist das ein wunderbarer Neumond, um darüber zu meditieren, was ihr euch von einer Partnerschaft oder einer Beziehung wünscht, um auf diese Weise den Wunschpartner in euer Leben zu ziehen. Es kann sich übrigens in diesen Tagen auch ein Flirt im Büro ergeben, der ein bisschen heikel ist. Seid damit lieber vorsichtig. Vielleicht werdet ihr auch missverstanden und jemand glaubt, ihr würdet flirten, obwohl ihr gar keine Absichten habt. Da ist auf jeden Fall Zurückhaltung angebracht. Am 22. September um 15.31 Uhr ist dieses Jahr die Herbsttag- und Nachtgleiche. Und dann wandert die Sonne ins Zeichen Waage und aktiviert dann für das Fische-Kollektiv den Bereich der festen Beziehungen und auch der vertraglichen und finanziellen Verpflichtungen. In den Tagen darauf kann nochmal das Selbstwertthema angesprochen sein. Vielleicht fühlt ihr euch von euren Herzallerliebsten nicht genug gewertschätzt oder es gibt ein Ungleichgewicht zwischen den finanziellen Möglichkeiten der beteiligten Partner und das macht euch Sorgen. Gleichzeitig habt ihr in der letzten Woche des Monats einen sehr günstigen Finanzaspekt. Zwischen dem 25. und 30. wäre nochmal ein Zeitfenster, um eine Gehaltserhöhung anzusprechen. Gut möglich auch, dass man dann von alleine auf eure guten Leistungen aufmerksam wird und euch einen Bonus anbietet. Das solltet ihr dann gar nicht lange hinterfragen, sondern einfach annehmen. In diesen Tagen baut sich auch ein wunderschöner Glücksaspekt für euch auf, der etwa 5 Wochen anhält. Ihr könnt dann zum Beispiel Förderer oder Mentoren finden oder ihr bekommt selber Lust, eure Erfahrungen und Expertise mit neuen Leuten zu teilen und diese zu unterstützen. Das würde euch viel Freude und Erfüllung bringen.
Zum Schluss bekommt ihr wie immer Infos zu meinem Service und natürlich zur Verlosung im September. Ich habe wieder tolle Rabatte für euch. Mein schriftliches Geburtshoroskop und auch die anderen Produkte bei kosmogramm.de erhaltet ihr jetzt mit 25% Rabatt. Und ebenso auch meine Sternzeichen-Kolliers und auch alle anderen Produkte, außer den Räucherstäbchen, bei akasha.de. Der Rabattcode ist Antonia25 und gilt bis zur Herbsttag- und Nachtgleiche am 22. September. Schreibe ich euch auch alles nochmal in die Videobeschreibung. Falls ihr eine Beratung braucht, könnt ihr persönlich mit mir sprechen, am Telefon oder per Zoom-Meeting. Bucht eure Beratung bitte rechtzeitig, denn ich habe erst Ende September wieder Termine frei und zum Jahresende füllt es sich ja erfahrungsgemäß schnell, denn dann ist ja die Zeit der Jahreshoroskope. Apropos Jahreshoroskope, ich arbeite jetzt an meinem Jahrbuch 2021. Diesmal schreibe ich es zusammen mit meinem Mann Ray Merriman und es wird auf Deutsch und Englisch erscheinen. Ab Ende Oktober wird es erhältlich sein und ihr könnt es über meine Homepage auch demnächst schon vorbestellen. Mein nächster Livestream ist am 9. September um 21 Uhr und das wird dann ein Mars-Update sein. Denn am 10. September wird ja der Mars rückläufig und ich würde mich gern mit euch über eure bisherigen Erfahrungen mit den Mars-Aspekten austauschen und über die Bedeutung der Rückläufigkeit sprechen. Und es gibt auch ein Gewinnspiel. Wenn ihr mitmachen wollt, dann meldet euch bitte vorher auf meiner Homepage an. Ist ganz einfach und den Link schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Wenn ihr wissen wollt, wie sich der Mars-Transit auf euer persönliches Horoskop auswirkt, dafür haben wir extra das Produkt der Mars-Analyse entwickelt. Da erfahrt ihr alle Aspekte vom Mars auf eure persönlichen Planeten für die kommenden 6 Monate. Und da drin habe ich auch noch mal ganz ausführlich die 90-Sekunden-Regel beschrieben, die jetzt so wichtig ist. Das könnt ihr dann noch mal nachlesen. Und hier ist meine Verlosung im September. Diesmal gibt es die schriftliche Jahresvorschau zu gewinnen. Und an der Verlosung nehmen alle teil, die mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar posten und meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr schon treue Abonnenten seid, freue ich mich, wenn ihr meine Videos in euren Social Media teilt. Übrigens, wenn ihr beim Abo das Glöckchen oben rechts aktiviert, werdet ihr immer automatisch benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade oder livestreame. Und hier geht's zum Kanalabo. Ergänzend zu diesem Video schaut euch doch bitte auch noch meinen Beitrag zum aktuellen Mondzyklus an mit dem Power-Neumond im Löwen. Alles über den Mars-Transit und die 90-Sekunden-Regel erfahrt ihr in dem Video Begegnung mit dem inneren Krieger. Und wichtig ist auch die Lilith im Widder. Alles Gute mit den Sternen.